Ja, so, jetzt geht's los auf die Südrunde und ich bin mal gespannt, was das heute gibt. Schöne Berge, viel Schnee da vorne und mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Leck mich jetzt ganz schön steil hier, aber oh, dann gibt es dann hier so Spots für Pause. Ganz ehrlich, oh, ist der Hammer hier. Ja, manchmal muss man eben auch die Räder rüberheben. Und da hatte ich Gott sei Dank perfekte Hilfe. Wir haben es geschafft. War ganz schön rutschig, aber jetzt geht's weiter. Ja, wenn man dann einmal hochgefahren ist, was ja ab und zu auch mal ein bisschen anstrengend ist, dann kommen aber traumhafte Single Trails, kleine Wirtschaftswege und ein grandioser Blick. Da unten haben wir Weißenbach und Lechtal. Da unten die Straße, das ist die, ja, die durchs Tannheimer Tal führt, die zum Deichpass runtergeht. Und was soll ich sagen, die haben wir von jetzt an eigentlich immer nur gesehen und wahrgenommen, sind aber noch nie drauf gefahren. Also, wunderschönes Naturerlebnis und ich sehe mal zu, dass ich weiterkomme. Ganz entspannt und ganz gediegen. Natur ist auch Wasser. Naturbiken heißt eben auch genießen. Und boah, ist das kalt! Aber schön. So, da muss man wohl schieben, aber mein Gott, sind nur ein paar Meter. Da halten wir uns doch dran. Und ich fahre auch mit. So, da ist er, erreicht, der Endpunkt. Ich bin in Elmen, es war traumhaft schön. Es war, wie Naturbiken sein sollte, nämlich ganz viel Natur, unberührte Natur. Wir waren fast alleine unterwegs und was soll ich sagen, ob es jetzt das flache Stück im Lechtal war oder eben das Hammerharte oben in Tannheim. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich komme wieder. Bis dahin. Ciao. Ja, ein bisschen spät ist es geworden. Man hört die Grillen schon zirpen. Das ist ja ein Traum. Ein Traum geht da hoch. Das ist mein kleiner Albtraum. Die letzte Welle hoch. Aber es war grandios. Es war jeden Meter, jeden vergossenen Tropfen Schweiß. Ja, und jede schöne Aussicht war es natürlich allemal wert. Also zum Naturbiken hier im Tannheimer Tal und in den Nachbarregionen immer gerne wieder.